Herr Eisenbeiß, Sie befassen sich seit 50 Jahren mit dem Thema Leben nach dem Tode. Ein wichtiger Teil dieser Forschung ist der Umgang mit Spiritismus. Was ist aus Ihrer Sicht Spiritismus? Spiritismus geht von der Tatsache aus, dass es eine materielle Welt gibt, die wir greifen, messen, wiegen können, und eine feinstoffliche geistige Welt, eine jenseitige Welt. Und zwischen diesen beiden Welten ist eine Verbindung möglich. Dann muss ich sagen, dass eben Spiritismus ein wertneutraler Begriff sein sollte. Denn es entscheidet, ob man mit der guten geistigen Welt Verbindung hat oder mit der negativen. Und leider ist die Verbindung oft nur erwähnt im negativen Sinne. Deshalb sagt man, das ist etwas Schlechtes. Schon wenn Sie nach der Definition suchen in Wikipedia, dann wird hingewiesen, Spiritismus gibt es seit 1848, als in Hightsville im amerikanischen Staat New York Spukphänomene auftraten, Klopfphänomene. Und das ist dann irgendwie um die Welt gegangen. Derweil gibt es diese Verbindung, wie wir sehen werden, im Alten Testament und im Neuen Testament. Freilich, wenn wir diese Verbindung benutzen durch einen medial veranlagten Menschen, dann sollen wir dies nur tun mit der göttlichen Welt, mit einem Wesen, das von der göttlichen Welt uns auch beauftragt ist, mit uns zu kommunizieren, nicht wahr? Herr Eisenbeiß, was für einen Nutzen hat diese Verbindung zu der geistigen Welt, dieser Spiritualismus für uns Menschen? Da kann man ein ganzes Buch schreiben drüber. Ich sage es mal in ein paar Sätzen. Die meisten Menschen wissen nicht, woher sie kommen. Sie wissen nicht, warum sie auf dieser Erde leben. Und sie wissen nicht, wo sie hingehen. Die Kirche kann es ihnen nicht sagen. Wenn wir aber den Menschen zeigen können, aufgrund der Belehrungen aus der göttlichen Welt, dann sind diese drei Pfeiler, die ich jetzt genannt habe, beantwortbar und liegen auf dem Tisch. Und jeder kann sich selber weiter im Studium mit dem Gebotenen ausrechnen, wie er eigentlich zu leben hat. Er wird motiviert. Er sieht den Sinn der ganzen Sache. Und wenn man die Sinnfrage im Zusammenhang mit dem Glauben erkennt, dann ist das eine faszinierende Angelegenheit. Gäbe es nicht auch Kontakte, die Ihnen Klarheit in Glaubensfragen bringen könnte, zum Beispiel über das Weiterleben im Jenseits? Die Kirche vermittelt ja ihren Gläubigen ein teilweise sehr naives Jenseitsbild. Schauen Sie, wir haben ein hundertfach gespaltenes Christentum. Und da muss man sich doch fragen, woher kommt das? Das kommt daher, dass man sich nicht mehr an der Quelle orientiert. Die Quelle ist nämlich die jenseitige göttliche Welt, die ein Interesse hat, uns zu belehren, uns zu führen. Das war bereits im Alten Testament so. Ich erinnere an das Offenbarungszelt mit Josua als Medium, der Sohn des Nun war das. Oder dann haben wir die Propheten, nicht wahr? Die waren auch medial veranlagt. Und im Neuen Testament haben wir ganze Anleitungen, die Paulus gibt, beispielsweise in Korintherbriefen, Kapitel 12 und 14, wie diese Verbindung vonstatten zu gehen hat. Die Korinther
Die waren nämlich eben auf die falsche Fährte gekommen und haben mit unten Kontakt gehabt, mit den schlechten Geistern. Und das ist Götzendienst. Und da hat Paulus ihnen die Leviten gelesen und gesagt, wie das vonstatten gehen muss. Nicht wahr? Und die gute Verbindung zur geistergöttlichen Welt hat leider nach dem 2. Jahrhundert schon ein Ende genommen. Eigentlich mit Konstantin ist das ganz bergab gegangen. Da ist die Kirche verweltlicht worden. Ich möchte fast sagen, sie hat sich korrumpiert und hat mit ihm zusammengearbeitet. Das war ein Heide im Grunde genommen und auch ein Mörder. Lesen Sie nur mal in den Geschichten nach, nicht wahr? Aber er hat natürlich, wendet man ein, der Kirche auch verholfen, sich ausbreiten zu können. Aber in dieser Kirche, mit diesen Glaubenssätzen, die dann kreiert wurden, da ist kein Staat zu machen. Da hat eine göttliche Welt nichts verloren. Also liegt der Schlüssel für einen sinnvollen Umgang mit dem Spiritualismus beim Erkennen der richtigen Gesprächspartner auf der Gegenseite, also auf der jenseitigen Seite. Auf welche Weise kann man diese Geister prüfen und kann man das überhaupt? Also die Kirchen wenden ein, das kann man gar nicht prüfen. Wir sprechen jetzt, wenn wir vom guten Spiritismus, von diesem technischen Begriff ausgehen, nicht mehr Spiritismus, sondern nennen das Spiritualismus. Das ist der christliche Spiritualismus, ausgerichtet auf die göttliche Welt, nicht wahr? Und da ist natürlich eine Grundmaxime diese Prüfung. Denn man muss ja wissen, wer ist da am anderen Ende der Verbindung, nicht? Und da sagt die Bibel ja selbst, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Das ist im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 1 folgende. Das ist also genau, wird das widerlegt, was die Kirchen sagen. Das kann man ja gar nicht prüfen. Und warum wollen sie diese Verbindung nicht mehr? Aus dem gleichen Grund wie seinerzeit schon im 3. bis 6. Jahrhundert. Man sagt selbst, was wahr ist, was gut ist, was richtig ist. Und heute sagt die Kirche das, was seinerzeit zu glauben vorgestellt wurde. Diese Glaubenssätze, die eigentlich eben unter dieser negativen weltlichen Beeinflussung zustande kamen, hätte man ja jetzt bald 2000 Jahre schon. Ja, die werden dadurch nicht richtiger. Wenn ich zum Beispiel denke, die Jungfrauengeburt oder Reinkarnation kennen sie gar nicht, nicht wahr? Oder die Trinität, das ist ein Konstrukt, wo der Konstantin noch den Segen dazu, sogar nicht mehr als seinen Segen dazu gegeben hat, sondern er hat verlangt, es muss so weitergeführt werden, nicht wahr? Oder die Auferstehung, nicht wahr? Oder wenn ich denke, was ist Erlösung? Die Kirche weiß nicht, was Erlösung ist. Das ist eine Katastrophe. Und die Leute verlieren zusehends den Glauben, weil vieles einfach nicht stimmt. Das fühlen sie. Im Grunde genommen ist ja der Mensch von sich aus angelegt auf ein Glauben möchten. Das sehen wir bei den ältesten Kulturen so. Aber was die Kirche gemacht hat in diesen 2000 Jahren, das ist genau das Gegenteil vom Richtigen. Sie hat nicht mehr an der Quelle sich orientiert. Und wenn man sich nicht dort, sondern anderswo orientiert, dann ist es verständlich, dass es ein hundertfach gespaltenes Christentum gibt. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch, Verstehst du, was du liest? Schwierige Bibelverse leicht verständlich erklärt. Die Bibeltexte, die Bibelverse sind 2, 3, 4, 5-fach jedes Mal verschieden erklärt. Das ist nicht der Sinn der göttlichen Welt. Und wenn Jesus etwas gesagt hat, dann hat er es bewusst gesagt, mit einem bestimmten Inhalt. Und den, wenn Sie den wissen wollen, müssen Sie an die Quelle gehen. Das heißt, an die Geisterwelt Gottes. Und ich möchte beifügen,
dass nicht nur Paulus das erwähnt, er ist eigentlich der Diener des Spiritualismus, sondern Jesus hat es ja selbst in seinen Abschiedsreden gesagt, im Johannesevangelium: Ich werde den Vater bitten, wenn ich nicht mehr da bin, dass er euch einen Tröster sendet, einen Geist, einen Heiligen Geist. Ihr werdet nicht verwaist zurückgelassen werden. Und er wird euch in alles führen, was ich noch zu sagen gehabt hätte, aber ihr es jetzt noch nicht versteht. Können Sie Beispiele nennen für heute praktizierten Spiritualismus? Nach außen treten wenige vielleicht auf. Er wird in aller Welt irgend existiert er schon. Aber vielleicht kann ich hinweisen, in Zürich ist eine Organisation, da haben wir mit einem Medium über 35 Jahre, also 1948 bis 1983, 2500 Lehrvorträge erhalten, wo sie über den ganzen Heilsplan, über alles, was eigentlich wirklich uns angeht, orientiert werden. Da gibt es nicht verschiedene Varianten, nicht wahr? Gut, ich muss natürlich sagen, wenn das Medium gestorben ist, dann kann man auf diesen enormen Fundus zurückgreifen, aber man kann, sagen wir, nicht neue Fragen irgendwie stellen, wobei sich diese Fragen natürlich nie um das Irdische eigentlich drehen, sondern um geistige Dinge, nicht wahr? Aber die Idee der göttlichen Welt wäre, dass dieser Vorgang den Zustand, den wir heute in den christlichen Kirchen haben, ablösen wird. Denn Sie sehen, die Leute fühlen das und laufen davon. In der katholischen Kirche auch. Schauen Sie sich mal die Statistiken an. Hier zum Beispiel ist die neueste Nummer von der Zeitschrift Aufbruch, eine interkonfessionelle christliche Zeitschrift, die sagt hier, es ist ein Armutszeugnis mit Titel und spricht übers Abendmahl, dass man da nicht einig wird. Ja, wenn wir an die Quelle gehen und fragen, was wirklich das richtige Abendmahl ist, dann wären sie sich einig, dann müssen nicht die einen Priester noch mit verschränkten Armen an der Wand rückwärts stehen, während die anderen Abendmahl feiern. Sondern könnten alle daran teilnehmen. Das sind eine ganze Anzahl von Begriffen, ich möchte sagen, über 90% der christlichen Begriffe sind falsch verstanden und falsch definiert. Und die Zukunft wird kommen, wo dieser jetzige Zustand sukzessive abgelöst werden wird. Denn so kann es nicht weitergehen. Extrapolieren Sie mal, was wir in der letzten Zeit oder 100 Jahre mit den Kirchen gehabt haben. Das so geht es nicht weiter. Herr Eisenbeiß, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.